das erste Mal haben wir auch die Aftermarket-Messe hier und ich bin beim offiziellen Lackpartner von unserer Messe mit dem Beat und mit dem Urs zusammen. Herzlich willkommen, danke vielmals, dürfen wir zu euch kommen. Merci. Was hat euch dazu bewogen, hier zu sein? Also ich denke, es ist eine sehr schwere Zeit, wo wir waren und wir wollten eigentlich wieder mal ein Zeichen setzen, dass man auch wieder sich öffnen kann und dass wir jetzt eigentlich auch zeigen wollen, wir sind für unsere Kunden, für unsere Interessenten, sind wir wieder da und wir können tagtäglich eigentlich wieder kommunizieren und uns sehen. Und das ist eine gute Plattform dafür. Ja, und ich habe gehört, sagen, ihr seid eigentlich ja das erste Mal, habt ihr so einen gemeinsamen Auftritt. Und was für einen! Mama mia, so einen grossen Stand habt ihr. Beat, wieso habt ihr euch dazu entschieden, jetzt hier so einen grossen Stand herzuziehen und zusammen aufzutreten? Wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig. Und ja, wir wollen eigentlich in Zukunft auch noch diverse Sachen miteinander machen. Wir stammen aus dem gleichen Mutterhaus, sind treten offiziell als separate Firmen auf, aber haben natürlich den gleichen Hintergrund. Und von dem her macht das auch Sinn, dass wir mal so etwas zusammen machen. Ja. Das ist doch schön, eben, wenn man zusammen spannen kann und so ein bisschen Synergien ausnutzen. Ihr seid offizielle Lackpartner, ich habe es gesagt. Was hat das genau zu bedeuten? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, wir haben einfach als Erste sehr intensiv uns darum bemüht. Ein Mitarbeiter, der Dani Zollinger, hat das gemacht. Und ich denke, es ist wirklich wichtig für uns, auch als Marktleiter hier in der Schweiz, ein Zeichen zu setzen, dass wir weiterhin in diesem Bereich aktiv sein und auch auf diesen Messen tätig sein können. Das war schon unser Zeichen, das wir damit setzen wollten. Sehr schön. Und ich glaube, wir laufen doch mal so ein bisschen vorwärts und schauen so ein bisschen den Stand an. Ich habe gesehen, da steht Green, es steht Light. Ist das auch ein Highlight von euch oder was hat das genau zu bedeuten? Also es ist natürlich im Moment schon ein Hauptanliegen vom ganzen Gewerbe. Wir sind so ein bisschen der Bösewicht mit Motoren, mit Verbrennungsmotoren, mit CO2-Ausstoß. Und auch wir haben die technischen Möglichkeiten, die CO2-Emissionen eben massiv zu verringern. Aber daran muss man arbeiten. Und das ist ein Investment für die Brand, für den Konzern, aber eben auch für den Kunden. Und wir müssen zusammen versuchen, eine Lösung zu finden, wie wir als Gewerbe eben eine Zukunft haben. Ganz, ganz ein wichtiges Thema, eben das Green und das Digital. Und jetzt, ich denke vielleicht auch noch ergänzend zu sagen, das PPG hat schon lange auf Wasserlacktechnologie gesetzt. Das heisst, über 22 Jahre vertreiben wir diese Produkte. Und ich denke, das war immer ein Zeichen gewesen und haben wir auch uns immer auf die Fahne geschrieben, dass wir von der ökologischen Seite das anschauen wollen. Und der Beat hat es eigentlich schön gesagt, eben, wir haben so ein Schmutzli-Image in unserer Branche und ich glaube, mit dem haben wir das können eliminieren oder einen grossen Teil zumindest können reduzieren. Und jetzt mit den neuen Generationen von Tools, die noch mal effizienter sind und noch weniger VOC brauchen, ist das eigentlich der logische Schritt, wo wir miteinander in die Zukunft gehen. Ja, und ich würde sagen, Zukunft, das ist mein nächstes Stichwort. Gehen wir ein bisschen weiter. Gerne, ja. Ich glaube, es gibt noch ein Highlight. Beat, habe ich gehört, das geht so ein bisschen ins Digital rein, gell? Also, unser Moonwalk ist natürlich eine absolute Innovation, die nur auch exklusiv bei unserem Konzern daheim ist. Wir haben Patente darauf und es ist natürlich schön, wenn wir dem Gewerbe etwas bieten können, wo A die Arbeit einfacher macht, wo B Zeit spart und wo C dann erst noch weniger Material verbraucht wird. Also man sich wirklich das Green kann auf die Fahne schreiben. Das ist ganz, ganz ein wichtiges Stichwort. Und ich sehe, es ist gemütlich bei euch, aber ich möchte jetzt gerne noch das Highlight schauen. Machen wir uns doch auf den Weg. Ja, Moonwalk habe ich jetzt gerade erklärt bekommen, aber Urs,
ich habe das Gefühl, dass ihr hier zusammen am Messe seid, da hast du sicher noch irgendetwas im Petto, ein Ass im Ärmel, irgendetwas im Hinterkopf. Ich denke, der Beat und ich haben sicher noch etwas, so, was wir verraten können. Und zwar, das ist ja nicht der Grund, der einzige, wo wir miteinander an den Stand kommen wegen Moonwalks, sondern wir wollen miteinander in die Zukunft gehen. Und zwar heisst das Certified First. Wir werden also das Netzwerk miteinander aufbauen bzw. starten. Aber viel mehr möchte ich eigentlich dazu nicht sagen. Aus dem einfachen Grund, wir möchten unsere Kunden dann nächstes Jahr damit überraschen können. Okay, danke vielmals, Monika. Merci auch. Und wir freuen uns natürlich auf die Überraschung, die sicherlich sehr farbenfroh wird sein.